Vor mir steht ein Helikopter der 700er Klasse, genauer gesagt ein Cor 700, nagelneu. Die Mechanik wurde vom Vorbesitzer schon sehr gut zusammengebaut hier. Vielen Dank nochmal dafür. Diesen Heli kenne ich noch gar nicht. Ich habe vorher auch nie so richtig was von gehört. Und das war natürlich ein Grund für mich zu sagen, ja, dich möchte ich gerne kennenlernen. Und genau das möchte ich euch jetzt zeigen. Mein allererster Eindruck beim Auspacken schon, wie es mir da so ergangen ist und was mir da durch den Kopf geschossen ist. Ich bin ihn auch noch nicht geflogen, logischerweise nicht. Und ich versuche das natürlich hier alles so wertneutral, wie es denn geht, euch rüberzubringen. So, fangen wir an. Was ist mir aufgefallen beim Auspacken? Das erste, was mir aufgefallen ist, ist das massive Heckrohr, was mir sehr gut gefällt. Das hier. Ich werde es noch farblich ein bisschen anders gestalten. Das ist zur Canopy, also zur Haube, die da oben steht, dass es dazu farblich passt. Das gefällt mir sehr gut. Es ist nicht wie beim Align hier dieser Besenstiel, der überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist, meiner Meinung nach. Logo hat auch noch so einen Besenstiel, der ist etwas dicker als der von Align, aber Besenstiel bleibt Besenstiel. Finde ich nicht mehr so hübsch. Der Heckausleger hier von dem Chor kommt nicht ganz ran an dem massiv aussehenden hier von der Goblin 700 oder vom 770er, aber es ist schon nah dran. Es ist schon sehr gut, gefällt mir sehr gut. Das ist das Erste, was gleich ins Auge gefallen ist. Das Zweite, was mir aufgefallen ist hier, ich gucke mir den Helikopter so an und gucke hier vorne in der Lipo-Aufnahme, in den Lipo-Schacht rein, dachte ich mir, ist der nicht breiter als die anderen? Das wäre ja ganz toll. Nachgemessen und in der Tat, er ist breiter, 65 mm hat der hier. Zum Vergleich dazu, ein T-Rex 700 hat 60 mm und ein Goblin 700 oder 770 hatte 58 mm Breite. Da habe ich hier und da schon mal Probleme gehabt, bei der 60 mm breiten Schächten. Dass da tatsächlich ich ab und zu mal hängen geblieben bin bei dem Schnellwechselsystem. Die Lipos selbst passen gut rein, aber es muss dann noch ein Klett rum. Und hier und da bin ich dann mal hängen geblieben mit dem Klett bei den 5000er Lipos. Das hat mich dann so ein bisschen genervt. Es ist nicht schlimm, aber warum haben die Hersteller da nicht mal 5 mm oder 10 mm das breiter gestaltet? Hier haben sie es hinbekommen, 65 mm. 5 mm hört sich nicht viel an. Aber das reicht dann tatsächlich schon. Hat man leicht aufgeblähte Lipos schon, man will ja nicht immer gleich alles wegschmeißen. Die Leistung ist noch da für schöne Rundflüge oder ein bisschen weiches 3D, muss man auch leicht aufgeblähte Lipos nicht gleich wegschmeißen. Dann hat man tatsächlich ein richtiges Problem. Wenn man sie weiter runterlutscht und sie blähen sich ein bisschen weiter auf, kriegt man sie nur sehr, sehr schwer wieder aus einem engen 58er oder 60er Schacht hinaus. Hat sich hier erledigt. Wunderbar. Freut mich sehr, dass man hier etwas breiter geworden ist. Finde ich toll. Dass es ein Schnellwechsel-Akkusystem hat, das gehört dazu heutzutage. Muss man nichts weiter zu sagen. Das ist auch völlig in Ordnung so. Hätte mich auch gewundert, wenn man hier jetzt noch mit Klett arbeiten müsste. Das wäre auch nicht mehr zeitgemäß gewesen. So, dann haben wir die Haube, kommen wir zur Haube. Die haben wir hier. Ob das einem optisch gefällt oder nicht, das bleibt jedem selbst überlassen. Das ist ja, mir gefällt es ganz hübsch aus mit dem Grünen und dem Roten. Sie hatte Magnetverschlüsse hier vorne, klack, klack, die klacken auch sehr gut rein. Was mir überhaupt nicht gefällt, sind die Plastikschrauben hier hinten, womit es verschraubt wird. Da werde ich entweder Tenax oder die anderen Verschlüsse, die ihr jetzt hier seht auf dem Bild, die werde ich verwenden. Die sind natürlich viel, viel besser. Und dann bin ich damit auch zufrieden.
Normal lackiert, wie alle anderen Hauben auch. Hauben auch, hier gibt es einfach nichts auszusetzen. Was ich ein bisschen schade finde, aber auch wieder nur ich persönlich finde das ein bisschen schade, dass es so zweidimensional ist, so ein bisschen. Von der Seite sehr mächtig und von vorne ist alles so sehr, sehr schmal. Das finde ich ein bisschen schade, weil ich gucke mir den Helikopter auch in der Luft gerne mal von vorne an. Und dann habe ich so eine super schmale Silhouette, zweidimensional fast schon, sage ich jetzt mal. Finde ich besser, wenn, zum Vergleich habe ich mal den von der Goblin hier. Ich finde das ganz hübsch mit diesem Cobra-Effekt, den die Goblin hat hier oben. Musste sie ja, wegen der Anordnung der Servos, weiß ich. Aber ich finde das ganz hübsch. Sieht ein bisschen bulliger aus. Und noch etwas bulliger ist die Haube von dem T-Rex 700 Speed-Rumpf. Finde ich persönlich sehr hübsch. Das finde ich ein bisschen sehr schmal. Die normale Haube vom T-Rex haben wir hier. Die ist etwas breiter, aber auch sehr, sehr schmal. Okay, das ist meine persönliche Meinung dazu. Nicht schlimm, aber ist auch das, was mir gleich aufgefallen ist, dass das alles so sehr, 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 sehr schmal ist. So, halt, so muss sie hin. Dann haben wir die Radioplatte, habe ich noch aufgeschrieben. Hier, die ist ausreichend groß. Man kann an den Seiten rechts und links hier noch was ranhängen. Das ist okay, zumal die Flywireless-Systeme ja auch immer kleiner werden und die Telemetrie und so ist ja auch meistens schon on board. Man braucht keine extra großen Sachen mittlerweile mehr, um die hier noch überall ran zu basteln. So, dann habe ich hier, was mir negativ aufgefallen ist, ich muss diesen Helikopter sowieso nochmal auseinandernehmen, weil ich muss wissen, was ist da drin und wie funktioniert das alles. Was mir aufgefallen ist, ist tatsächlich, dass der Freilauf ein bisschen, was heißt ein bisschen, es ist sehr schwergängig und ich vermute mal, dass einfach die Zahnräder hier unten, die hier zusammengreifen, dass die zu fest zusammen sind. Ich glaube nicht, dass man da noch irgendwie variieren kann. Das werde ich dann aber sehen, wenn ich es auseinandernehme und ob es tatsächlich so ist, dass die Zahnräder zu stark aneinander reiben. Das fühlt sich nicht so an. Hier ist es ganz locker und hier wird es wieder fest. Und dann ist es hier wieder locker und hier wird es wieder etwas fester. Dass die alle ein bisschen eiern, das kennen wir ja schon von den anderen Helikoptern. Da ist nichts perfekt. Es ist halt ein Massenprodukt und das ist so. Aber es wäre schön, wenn man hier noch ein Spiel einstellen könnte. Entzieht sich meiner Kenntnis. Ich werde weiter berichten, ob das funktioniert oder nicht. So, Freilauf, schwergängig habe ich. Dann das Riemenrad für den Heckantrieb. Zeige ich euch gleich nochmal in Großaufnahme. Das eiert auch etwas. Muss nicht schlimm sein. Vielleicht ist da beim Zusammenschrauben irgendwo eine Schraube zu fest reingezogen. Aber das ist halt das, was mir halt hier aufgefallen ist. So, die Heckeinheit hier, die ist auch etwas zäh. Läuft die? Die flutscht nicht so, wie ich es gerne hätte, so wie ich es gewohnt bin bei meinen Helikoptern. Und was die Anlenkung angeht hier mit diesem neuen System, wird sich zeigen, ob das toll ist oder nicht. Es täuscht ein bisschen, dass das ein richtig massives Heckrohr ist. Es ist aber nur eine Hülse, wo die normal dimensionierte Heckwelle sich rein und raus schiebt. Also es ist nicht dicker als bei den anderen. Was haben wir noch? Dann ist mir natürlich aufgefallen, die Rotorkopfdämpfung, was ist denn das hier für ein Kram? Das habe ich ja noch nie gesehen. Dass die Rotorkopfdämpfung nicht an den Seiten ist, sondern zentral wird es gedämpft. Und zwar die Hauptrotorwelle selbst wird gedämpft, keine Ahnung.
Ich werde es auseinandernehmen und werde mir das angucken, wie das so hier funktioniert. Ich muss das wissen. Und da werde ich euch auch wieder berichten, was es hiermit auf sich hat. Es soll angeblich überhaupt kein Wobbeln mehr geben, egal über den gesamten Drehzahlbereich, also von Low RPM bis hoch zu 2200er Kopfdrehzahlen. Bin ich gespannt, wird sich in der Praxis dann zeigen, ob die ihr Versprechen da hier auch halten können mit diesem Rotorkopf. So, wir sind fast schon durch. Mein Vorgänger hat sehr gute Servos hier gewählt, die von Servo King Servos mit der Bezeichnung DS695HV. Das sind 20 Kilo Servos bei 7,4 Volt mit 0,05 Sekunden. So schnell sind die. Die hatten wir früher am Heck. Noch nicht mal 0,07er hatten wir am Heck. Und jetzt habe ich 0,05er hier an der Taumelscheibe. Was für ein Irrsinn. Das Heckservo ist auch von Servo King. Das hat den Zusatz I, genau, DS659IHV. 10 Kilo schafft dieses Servo und 0,03 Sekunden. Das ist unglaublich schnell. Bei 7,4 Volt. Unglaublich. Okay. Was ist hier noch für ein Motor drauf? Ein Scorpion-Motor wurde hier gewählt. Ein super geiler Motor. HK4525 in der Ultimate mit 1,4 mm Drahtwicklung. Den lasse ich hier natürlich drauf. Der ist Hammer. 520 kV. Was noch von mir dazu kommt, ist ein Castle-Regler. Der 160er. Der wird zusammenarbeiten, den lasse ich nicht selber regeln, sondern der wird geregelt von einem V-Stabi, von dem Silverline. Die beiden arbeiten sehr gut zusammen, ohne Einbrüche. Und das BEC habe ich gewählt von Hercules, 10 Ampere Dauer. Das reicht völlig aus für meinen Flugstil. Ist überhaupt kein Problem, im Peak schafft es 15 Ampere. Das sollte auch sehr gut durchhalten. Ja, dann bin ich meine Liste durch, genau. Dann werde ich mal anfangen, den auseinander zu pflücken, den Burschen, und zu gucken, warum hier einige Sachen nicht so frei laufen, wie ich das gerne hätte und wie das hier mit dem Rotorkopf so funktioniert. Okay, dann bis zum nächsten Video. Tschüss.